Hallo ihr Lieben, heute möchte ich euch ein super einfaches Börek-Rezept zeigen mit Hackfleischfüllung und komme auch zu den Zutaten. Für den Teig brauchen wir 200 ml Milch, 200 ml Wasser, 100 ml Öl, ein Würfel frische Hefe, ein Teelöffel Salz, ein Esslöffel Zucker, 100 Gramm weiche Butter. Dann habe ich einen Esslöffel Mahlep genommen, gemahlene Steinweichselkerne bekommt ihr im türkischen Lebensmittelladen und wir brauchen Mehl, ich mache das nach Gefühl, das waren aber so ungefähr 850 Gramm Mehl. Zuerst habe ich die Hefe mit dem Zucker, Milch und Wasser vermischt und 10 Minuten gehen lassen. Außer das Mehl und Salz habe ich dann die restlichen Zutaten hineingegeben. Und zum Schluss kommt Mehl und Salz hinein, dann wird ein Hefeteig vorbereitet. Ich habe den Teig dann schön lange mit den Händen geknetet. Zwischendurch habe ich meine Hände mit Öl bestrichen, damit der Teig nicht an den Händen oder am Schüsselrand kleben bleibt. Und hier seht ihr dann auch die Konsistenz ganz genau. Also mehr Mehl dürft ihr nicht hineingeben. Erst nachdem der Teig richtig geknetet ist, gebe ich die Butter hinein und dann wird die Butter einfach in den Teig eingearbeitet. Dann habe ich das abgedeckt, eine Stunde gehen lassen und in der Zwischenzeit habe ich die Füllung vorbereitet. Ich habe 3 große Zwiebeln klein geschnitten, 2 Zehen Knoblauch gerieben und das Ganze wird in Öl erstmal angebraten. Anschließend habe ich dann 400 Gramm Hackfleisch hineingegeben. Das Hackfleisch wird auch mit den Zwiebeln so lange angebraten, bis gar keine Flüssigkeit mehr vorhanden ist. Und jetzt kommt das Besondere an diesem Rezept. Ich gebe 2 Kartoffeln hinein, rohe Kartoffeln, die ich gerieben habe. Dann wird das mit Salz, Pfeffer, ein bisschen Chilipulver abgeschmeckt und durch diese rohen Kartoffeln wird die Füllung richtig saftig. Und zum Schluss kommt frische Petersilie hinein. Ich habe den Herd ausgemacht und klein gehackte frische Petersilie hineingetan und die Füllung auskühlen lassen. Also die Füllung muss dann komplett ausgekühlt sein. In der Zwischenzeit ist der Teig sehr schön geworden. Hier könnt ihr auch sehen, wie schön der Teig geworden ist. Ich liebe das, mit Hefeteig zu arbeiten, das sage ich ja immer wieder. Am besten natürlich, wenn ich den selber mit den Händen knete und nicht mit einer Küchenmaschine. Aus dem Teig habe ich dann kleine Bällchen vorbereitet, die waren so groß wie eine Zitrone. Die Teigbällchen habe ich mit einem Nudelholz oval ausgerollt. Ihr könnt das so dünn wie möglich ausrollen. Auf eine Seite kommt die ausgekühlte Füllung und die untere Seite habe ich mit einem Pizzaschneider in Streifen geschnitten. Also nicht ganz durchgeschnitten, sondern nur mittig. Wie breit ihr die Streifen machen möchtet, ist natürlich euch überlassen. Jetzt rolle ich den Teig mit der Füllung ein und forme das zu einer Schnecke. Aber nur das erste. Die anderen werden dann einfach um das erste herum gewickelt. Und so habe ich dann alles vorbereitet und meine Backform gefüllt. Die Teigstücke dürfen nicht zu dicht nebeneinander eingerollt werden, weil sie auch noch beim Backen gehen. Ich habe mein Gebäck in der Form nochmal 15 Minuten gehen lassen, mit Eigelb bestrichen. In ein Eigelb habe ich 2 Esslöffel Milch und 1 Esslöffel Öl hineingetan. Dann wird das im vorgeheizten Ofen bei 170 Grad gebacken. Es hat bei mir so ungefähr 40 Minuten gedauert. Es ist super weich geworden und ihr könnt das auch leicht voneinander trennen. Das müsst ihr unbedingt mal ausprobiert haben. So, ihr Lieben, das war es dann heute auch von mir. Ich hoffe, dass euch auch dieses Rezept gefallen wird. Wir sehen uns dann in einem neuen Video wieder und sage Tschüss.